Guys, willkommen zurück zu Let's Play Witcher 3 Blood and Wine. Ich bin Saul. Ich bin Rockstar. Ja, Rockstar hat mich allein gelassen hier im Turnier. Ich werde kläglich versagen und er hat die Erwartungen so hoch gesetzt, dass ich jetzt totalen Druck habe. Aber nein, wird er nicht. Er wird der Beste sein. Er wird der Allerbeste sein. Komisch, wir haben beide dasselbe gedacht. Ja, sag ich doch. Pokémon. So, der Saul, der hat super Treffsicherheit, er ist der Beste im Schießen, siehst du? 5, 6 Punkte, gleich hat er 7, 9 Punkte, 8 Punkte und jetzt ist das der 9. Punkt, den er gewonnen hat. 9 zu 4, das ging. Geralt von Riva, er triumphiert, während hingegen sein Gegner verliert. Dein Preis, Herr. Eine Armbrust, die dein Wappen trägt. Ich gratuliere dir. Danke, Herrin. Okay, da wir Vibrationen anhatten, hat mich das Spiel gerade gespoilert. Wieso? Achso, Medaillon. Das Medaillon hat vibriert. Das heißt, irgendwas an der alten ist magisch. Mm. Erzählst du mir, welche Preise es noch gibt? Leider kann ich dir nicht mehr Zeit widmen als den anderen Teilnehmern. Die Pflicht ruft. Vergib mir. Mein Hexermedaillon vibriert stark. Das kann nur eins bedeuten. Magie. Die Erklärung ist sicher eine Enttäuschung. Der Duft, den ich benutze, wird von einer Zauberin angemischt. Gegen jemanden wie dich zu verlieren, ist auch eine Art Sieg. Nimm auch meine Glückwünsche entgegen. Danke. Gut gemacht. In der Zwischenzeit habe ich herausgefunden, welches Zelt die Herrin Vivienne bewohnt. Vielleicht findest du da was Aufschlussreiches. Du hattest recht. Vivienne steht unter irgendeinem Fluch. Das habe ich gemerkt, als sie das Turnier eröffnet hat. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Dann legen wir los. Ja, gehen wir. Amp it up. Amp it up. Das ist ihr Zelt. Geh rein und sieh dich drinnen um. Ich rufe wie eine Eule, wenn jemand kommt. So, dann untersuchen wir mal das Zelt. So ganz Stalker-like. Clownspuren. Oh. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh war. Nur, dass es groß war. Striege. Ich sage, es war eine Striege. Kann gut möglich sein. Aber wir untersuchen mal weiter. Ich weiß nicht, was das war. Ja, das hatten wir schon. Nur, dass es groß war. Und dann suchen wir mal weiter. Hier ist mächtige Magie am Werk. Striege könnte es gut möglich sein oder ein magisches Wesen auf jeden Fall. Offenbar ist Yen nicht die einzige, die einen Farbtick hat. Da, das Rote. Aha. Die Rohlfeder. Hält Vivienne sich einen Vogel? Wenn ja, hier ist keine weitere Spur von ihm. Nipsener sind Vögel. Damit macht man Kompressen. Du wolltest doch wie eine Eule rufen. Wir reden später. Jetzt müssen wir zurück zum Turnier. Zeit für den zweiten Wettkampf. Meine Herren, was sucht ihr im Zelt meiner Herrin? Inspiration? Hebt euch hinweg! Ja, weiter geht's im Turnier. Es wird ganz confused, ganz mindfuck. Eigentlich nicht. Ey, du musst meine Erwartung mal... Jedes Mal machst du mich kaputt, ne? Machst du meine Wortwahl kaputt. Dann du hypest zu sehr. Du bist der Hype-Train. Hey!
versammelt, um heuer eins zu tun. Zu suchen und finden Ehre und Ruhm. Möge das Glück heute mit ihnen sein, während wir uns ihres Anblicks erfreuen. Palmerin, der Baron von Longfall. Linos von Metina. Reinfahren von Atre. Horm Akersberg von Mecht. Donimir von Troja. Guy de Bois Fresne im Dienste der Herzogin. Delvin von Kregiau. Graf Tai von Dorndal. Anseis, Prinz von Lyrien und Rivien. Gerald von Riva. Einen Riesenapplaus für Grégoire de Gorgon. Der Stille zog letztes Jahr siegreich davon. Der Ritter, der heute sich qualifiziert, siegt erst, wenn er über Grégoire triumphiert. Lasst euch am besten von einem gescheiten Barden durch all die Turnierregeln leiten. Du wagst es, dich in ein Turnier für Edelleute einzuschleichen? Es war meine Mutter Mewe, Königin von Lyrien und Rivien, die dich in den Ritterstand erhoben hat und die du wenige Tage darauf so schmählich verraten hast. Deine Anwesenheit ist eine Beleidigung meiner Ehre. Und deine Anwesenheit ist eine Beleidigung meiner Augen. Wenn du fertig bist, geh beiseite, Prinz. Unsere Herren und Patronen begrüßt das Turnier. Vivienne, Schönheit betörender Zier. Seid von Herzen gegrüßt, werte Ritter. Möge mein Vorsitz euch leiten und den Pfad von Ehre, Tapferkeit und Ruhm weisen. Nimm meine guten Wünsche entgegen, Herr. Widme dein Können dem Turnier und nur dem Turnier. Ritter, nun ist es endlich soweit. Sitz also auf und mach dich bereit. Damen und Herren von edler Geburt, bald schon verfallen die Rappen in Spurt. Wie müssen sie rasen, um's zeitig zu schaffen? Ja, das ist ein Schauspiel zum Raunen und Gaffen. Seht, wie die Stute von Geralt dahinfliegt und seine Frisur sich adrett in den Wind schmiegt. Wie ging der Spruch noch gleich? Power Stride, Ready to Ride oder so? Keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht mehr. Los geht's! Der gute Sol, der wird das jetzt super gut schaffen. Das habe ich im Odin. Und wenn das verkackt, dann köpfe ich ihn einfach gleich. Ha! Er hat's raus! Er hat sich besser angestellt als ich. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Oben. Ja, ist mir schon klar. Jetzt. Ja, auf jeden Fall, weiter den Fluss entlang. Da sind Monster auf der Karte. Ich muss meinem natürlichen Verlangen entgehen. Hauen. Ah, zu spät. Egal. Gleich kommt Schießen nochmal. Plötze. Weiter. Ja, ich weiß, Plötze wollte nicht. Plötze hat's gesagt, nö. Plötze sagt schon wieder nö. Schießen. Oh, ey, Alter, das ist während des Reitens, ist das echt komisch. Ja. Bitte stell dich nicht an. Boah, kriegst du da Zeiten dazu? Leck mich. Das, hab ich im Sack. Tut mir leid, das, ist einfach so. Hauen. Schießen. Ey, diese Steuerung. Jetzt. Hauen. Daneben. Ah, verfehlt. Egal, du hast noch Zeit. Gleich nochmal schießen. Jetzt. Optimal. Egal. Hast du verfehlt. Ah, scheiße. Ich hätte, glaube ich, abkürzen können, oder? Ah, wobei, ich glaube, das packe ich. Ah, packst du noch? Ich hoffe, dass du es packst. Da unten war Hauen. Egal. Weiter. Du musst gleich irgendwo schießen, ne? Ne, Hauen.
Fuck. Ja, du verkackst. Bleibt hier nicht genug Zeit. Würde ich so nicht sagen. Schießen. Jetzt. Das ist knapp, das wird knapp. Hauen, hauen, du musst hauen. Fick dich! Ja, hast du verkackt. Ne. Ich sag ja, das Pferderennen verkack ich. Hat gut angefangen, aber dann wurde es irgendwie zu komisch. Was für ein Jammer! Was soll man da singen? Hoffentlich weiß er, das Schwert gut zu schwingen. Komm mit mir zum Fest. Wir warten gemeinsam bei einem Wein auf Vivienne. Geh du voraus. Wurden wahrscheinlich Letzter oder so. Hm. Wir haben nur 2 Punkte nicht eingenommen. Wir haben 7 von 9 geschafft. Und? Was hältst du von Vivienne? Sie ist umwerfend schön. Das meinte ich nicht. Es ist noch zu früh, um was Substanzielles zu sagen. Eins weiß ich aber sicher. Sie verwendet mächtige Magie und Illusionen zur Maskierung. Willst du behaupten, dass sie in Wirklichkeit anders aussieht? Bislang rate ich nur. Ich habe ein paar Hinweise gefunden. Und mir stellt sich die Frage, ob deine geliebte Vivienne nicht eine Bruxa ist. Eine Bruxa? Du meinst, eine Vampirin? Ich bin noch nicht sicher. Wir haben noch Zeit, bis Vivienne kommt. Trinken wir. Nee, ich bleib heute nüchtern. Tut mir leid, ich bin im Dienst. Deine Anwesenheit bei diesem Turnier ist eine Beleidigung meiner Ehre. Ich bestehe auf Satisfaktion. Dann geh doch ins Bordell. Feigling, berittener Kampf in der Arena. Ich fordere dich heraus. Nix. Weichei. Ich hätte ihn sowas von poliert, die Fresse. Ja, ja. Berittener Kampf. Das wäre unehrenhaft. Siehst du? Vom Turnier ausgeschlossen. Was wird dann aus Vivienne? Ah, Feigling. Er sagt es. Naja, ist gut, dass ich das machen muss, ne? Ja. Ja. Möge das Blut, das ich vergießen werde, die Schande deiner Feigheit abwaschen. Bringen wir es hinter uns. Schnell. 3, 2, 1. Hilf! Bitte? Voll verfehlt. Warum ist jetzt hier Bullet Time? Weil dicke Eier. Ah, was wird das? Tanzen. Hallo? Okay, machen wir's so. Hallo? Getroffen hast du ihn auf jeden Fall. Ach, nix habe ich getroffen. Jetzt bleib doch hier, du Sau! Das ist Luftschlagen. Ja, ich kann da nichts für. Du musst erst schlagen. Wenn er auf deiner Höhe ist, jetzt. Habe ich gesehen. Jetzt schlag ihn. Ach ja, mir kommt gerade in den Sinn, das wäre gut gewesen, wenn ich mich daran erinnert hätte beim Dings, dass man, wenn man hält, dass man dann die Zeit anhält. Mhm. Du schlägst so früh. Muss näher ran an ihn. Macht er da für Mätzchen dahinter? Generiert er sich? Ja, nee, ist klar. Das war Geralds Schuld, weil Gerald sich hier entscheiden konnte für eine Seite. Ah, der ist genauso dumm. Der schlägt sich gerade genauso dumm.
Wenigstens etwas. Du Muruk! Ja, es wird spannend. Spannung liegt in der Luft. Wer zuerst die Luft kaputtgeschlagen hat, der ist der Gewinner. Erinnert mich an diese Session von Darksiders, wo ich im Kreis geritten bin. Also wo ich im Kreis hab reiten lassen. Ja, hinterher. Ich bin im Galopp. Dabei. Nee, triffst du nicht. Und ob ich den treffe? Weil ich's kann. Okay, er kann's auch. Prinz Anseis. Haha! Ah, gleich hast du ihn. Gleich hast du ihn. Und die Luft mit dabei. Die Luft auch. Die Luft habe ich als allererstes. Die habe ich noch vor ihm gehabt. Jetzt. Kriegsschrei. Die Götter haben mich mit einer Niederlage gestraft. Aus Gründen, die nur ihnen bekannt sind. Aber glaub nicht, dass deine Feigheit vergessen wird. Meine Güte, hörst du nie wieder auf? Das wird jetzt ein für alle Mal geklärt. Ich musste damals das Lager deiner Mutter verlassen, weil jemand anderes meine Hilfe brauchte. Und zwar dringend. Ich konnte und wollte diese Person nicht im Stich lassen. Pah! Das heißt also, du bist zu einer geheimen Mission aufgebrochen und hattest geschworen, sie niemandem zu offenbaren? So ähnlich, nur ohne Schwur. Und ich will die Einzelheiten der geheimen Mission immer noch nicht offenbaren. Kannst du das als Rechtfertigung akzeptieren? Du warst zum Zweikampf bereit und hast dich als wahrer Ritter bewiesen. Also nehme ich dein Wort als das eines Ehrenmannes. Das freut mich. So, jetzt habe ich zu tun. Diese herrliche Feier von Tapferkeit und Ehre erfreut mein Herz. Und auch euer Anblick, die ihr die Rittertugenden alltäglich pflegt und nach Größe strebt. Doch nach der Zeit des Kampfes kommt die Zeit des Friedens und der Rast. Also lade ich euch alle, die ihr beim Turnier gekämpft habt, zu einem Fest ein, das im Namen eurer Ehre gegeben wird. Wer von euch etwas Abgeschiedenheit wünscht, der kann sich in eins der privaten Zelte in der Nähe zurückziehen. Das Scharmützel wird morgen ausgetragen. Möge der Ruhm für jeden Einzelnen von euch in Reichweite sein. Der Beste unter euch wird die Ehre haben, gegen den Titelverteidiger anzutreten. Dies ist der ruhmreiche Grégoire de Gorgon, Sieger des letztjährigen Turniers. Nun feiert und lasst es euch wohl ergehen. Vergesst nur nicht die Prüfung, die morgen auf euch wartet. Folge ihr. Wir treffen uns vor dem letzten Wettstreit in deinem Zelt. Du musst ihr helfen. Und weiter geht die auf zur Stalker-Mission. Und das kommt raus, die wahrscheinlich eine Vampirin ist, also eine Bruxa oder so ein Scheiß. Das ist zu naheliegend. Seltsam. Ich war sicher, dass ich sie hier finde. Verschwunden. Einfach weg. Und dann dieser Vogel. Ist sie ein Rucksack? Da hinten am Geländer war was. Ja, aber ich will jetzt hier noch das gute Essen mitnehmen. Hallo? Sie hat sich in einen Vogel verwandelt. Ich sollte hinterhergehen. Offenbar führt mich der Vogel irgendwo hin. Erstmal mit voller Rüstung eine Runde schwimmen.
Ja, die Rüstung schön sauber halten für den morgigen Kampf. Ist klar. Nix klar. Vogel! Ah, Monster. Ich darf wieder. Oh, Panther. Scheiß auf den Panther. Nix, ich scheiß nicht auf den Panther. Ja, und gleich stirbst du wieder. Wir haben nicht gespeichert. Ruhig bleiben. Geh auf Zeichen. Das fickt ihn mehr. Ja, ist klar. Nur ich habe sowas, das nennt sich Ausdauer. Da kann ich nicht immer Zeichen wirken und so. Ach nö, you don't say, Kommissar. Vogel muss hier irgendwo sein, oder der fliegt jetzt weiter. Ach, der Vogel ist eine dumme Sau. Ach du Fickschlampe, Panther. Dreckspanther. So. Ja, nix Dreckspanther. Weiter geht's. Ach, jetzt darf ich die Tränke nehmen, okay. Noch ein Panther. Oh, Junge. Ist das hier die Panther Queen oder was? Ja, das ist die Panther World. Möchten Sie einen Panther, kaufen Sie einen Panther. Und kaufen Sie sich noch dazu das nötige Panthergeschirr. Aha. Wenn Sie diesen Panther kaufen, kaufen Sie auch gleichzeitig dieses Pantherfell. Verbrannt von Geralt von Riva. Das ist seine Unterschrift. Aha. Nix aha, sondern gehen wir den Vogel weiterjagen. Ich bin dabei. Alter, der läuft hier rum, der Vogel, ne? Der ist. Pass auf, der Vogel führt dich jetzt auf den Fuße des Berges, beziehungsweise auf den Gipfel des Berges. Und da verwandelt sie sich wieder in Vivian. Und Vivian sagt dir, dass sie verflucht wurde. Von einer Bruxa. Vivian sagt mir, eine Bruxa verflucht dich in der Regel nicht. Eine Bruxa ist einfach nur ein Vampir, so wie ich gerade ging. Der Vogel ist über den Hügel geflogen. Vielleicht kann ich den Weg durch die Höhle abkürzen. Wir nehmen es nicht so genau, ob eine Bruxa jetzt einen verfluchen kann oder nicht. Sie wurde auf jeden Fall verflucht. Was für eine Höhle? Der redet hier von irgendeiner Höhle, die ich nicht mal gesehen habe. Der muss nur einen Eingang finden. Diese Höhle kann er nicht mal. Geh mal weiter. Den Weg fahrt entlang. Ah, diese Höhle. Ah gut, wir haben die Fackel. Fackel? Mach mir Licht. Ein Wicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, nee, nicht die Viecher. Die Bargästen auch noch, super. Junge! Was ist hier los? Ja, Scheiße, sprechen kannst du jetzt auch nicht. You don't say. Hallo? Ja, das Ding hat dich auch vergiftet. Aber ey, jetzt geht's mit den Bargästen. Oh, Junge. Wichtig, pass mal auf, wir beide müssen mal hingehen. Ja, schön ruhig, langsam. Ja, schön ruhig, ich bin fast am Verrecken. Ey, nicht so viel Stress machen. Wusa. Ich hoffe, der letzte Speicherpunkt ist kurz glücklich gewählt. Ist bei dem Zelt irgendwo, 100 pro. Oder beim Eingang der Höhle. Nein. Das wäre zu nett. Mal gucken. Nach der Sequenz auf dem Dingens. Kann gut möglich sein. Wird so sein, weiß ich.
Weil stinken. Der Vogel ist über den Hügel geflogen. Oh. Vielleicht kann ich den Weg durch. Haha, ich hatte recht. Ja, also kurz vor der Höhle. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Ja, ohne Scheiß, langsam. Ja, ohne Scheiß, irgendwann zucke ich mein Silberschwert und köpf dich. Du hast kein Silberschwert. Ich werde eins haben. Ich werde eins schmieden lassen, ja? Also. Oh, Geralt. Nee, er will heute auf Chill-Mode gehen. Ich merke das schon. Ein bisschen surfen, so. Ich brauche Quinn. Ich glaube, das habe ich letztens gesagt. Das ist gut gegen die. Gleich mal eben fix machen hier. Ja, genau. Kämpfe mit bloßen Fäusten. Boxkampf, Junge. Entschuldigung. Das war verkehrt. Und los geht's. Jetzt wieder abwechselnd, Quinn. Ich brauche kein Quinn, wenn der keine Ballisten macht. Was? Wieso hast du dich nicht gerade eben so schlau angestellt? Weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Ach so, jetzt kommt diese faule Ausrede. Ein Wichtohr. Huhu, jetzt können wir besser hören. Jetzt können wir den Wicht mal eben anzünden. Der Lutwan. Der nie aufgehört hat. Erz. Why not? Wir sind nicht hier bei Ark. Das nehme ich nicht mit, weil das ist Schrott. Ah, da fliegt er weiter, der Vogel. Dieser Wichsvogel. Ja, die Fackel kannst du anlassen. Ich will die Fackel nicht anlassen. Dadurch sehen mich Gegner. Ich fühle mich gleich wieder nackt wie bei Rust. Hoho. Vogel. Aha, es geht endlich weiter. Was geht? Nix geht. Nackig? Nicht nackig. Sie ist nackig. Sie ist nicht nackig. Sie ist nackig. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.